Wie kannst du eine Raute zeichnen, wenn du nur die Seitenlänge und einen Winkel kennst? Genau das zeige ich dir jetzt. Als Beispiel, die Seitenlänge sei 6 lang, also kann 6 cm, 6 Meter und so weiter sein. Ich habe hier keine Zentimeter oder Meter, die passend sind für die Tafel, daher schreibe ich das hier ohne Einheit. Also, die Seitenlänge sei 6 und der Winkel Alpha 75 Grad. Es gibt 4 Winkel an der Raute, Alpha, Beta, Gamma und Delta. Und Alpha hier ist 75 Grad. Der Winkel gegenüber, also Gamma, ist genauso groß. Also Gamma ist dann auch 75 Grad. Und die zwei benachbarten Winkel, also Alpha und Beta, sind zusammen 180 Grad. So, wenn ich also weiß, Alpha ist 75 Grad, dann muss Beta so groß sein, dass die beiden zusammen 180 ergeben. Und das ist also 105 Grad. Also 75 Grad plus 105 Grad, das wären 180 Grad. Und da Beta und Delta gleich groß sind, ist Delta dann auch 105 Grad. Zeichnen wir das Ganze mal. Also wir brauchen erst einmal eine Länge von 6. Eine Länge von 6. So. Dann Winkel Alpha 75 Grad, also Geodreieck anlegen, 0 auf den Punkt hier oben und das Geodreieck auf die Linie. Und wir brauchen 75 Grad, das wäre hier. Kleine Markierung hinmachen. Länge 6. Ich lege einfach mal den Nullpunkt auf meine Markierung. Ah, das ist zu lang. 6, also 6 lang hier, wäre bis hier. Dann hier oben kommt der Winkel Delta mit 105 Grad. Also 0 vom Geodreieck anlegen auf das Ende hier. Hier auf die Linie legen, 105 Grad, 90 Grad, 100, 105. Von hier nach darunter, Länge von 6, hätten wir das und jetzt einfach noch verbinden. Das ist unsere Raute. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. Falls du noch mehr über die Raute lernen möchtest, findest du dies unterhalb von diesem Video. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.